So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zu einem weiteren Monatsvideo, tatsächlich zum letzten Monatsvideo in diesem Jahr. Ich muss gestehen, ich werde mich relativ kurz halten, weil, also eigentlich hat es zwei Gründe. Zum einen bin ich in den finalen Zügen meines Umzugs, heute ist der 11.12. und am Mittwoch ziehe ich endgültig um. Und ja, deswegen, ich sitze hier gerade in einem sehr, sehr kahlen Raum, es ist nicht wirklich gemütlich, es ist sehr, sehr leer. Und da fällt es schwierig, sich wirklich wohl zu fühlen. Der andere Grund ist privater Natur, auf den ich ungern genauer eingehen möchte. Und ich kenne meine Community. Ich denke, ihr werdet Verständnis dafür haben. Und ich bitte euch da einfach auch um den Respekt, nicht weiter nachzufragen. Generell, wenn es um Privates geht, muss ich sagen, dass 2023 nicht wirklich mein Jahr war. Es sind einige Dinge passiert, die mich ganz schön mitgenommen haben. Und ja, wie gesagt, aus Respekt vor mir und auch aus Respekt vor anderen Personen würde ich mich freuen, wenn da auch keine weiteren Fragen dazu kommen. Mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Vielen Dank allerdings an euch, an meine Community, die weiterhin gewachsen ist in diesem Jahr und auch einen großen Push hatte. Und wir sind mittlerweile momentan bei 648 Abonnenten. Das ist großartig, das ist weitaus mehr, als ich mir erhofft hatte am Anfang des Jahres und ich bin gespannt, wohin uns das Ganze noch führt. Ich werde mir jetzt dann eine längere Auszeit nehmen, die ich gerade einfach brauche. Ich versuche alle Videos noch durchzubekommen, weil ich jetzt bis Silvester erstmal im Urlaub bin und dann schauen wir einfach weiter. So viel kann ich momentan sagen. Wir gehen kurz auch auf die einzelnen Projekte ein und zwar zum einen, Beyond Divinity, das wird noch ein bisschen dauern, leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte gehofft, wir haben es bald so ein bisschen hinter uns und hauen jetzt noch den vierten Akt durch, aber der wird noch ein bisschen dauern. Siedler 1 sind wir in Level 14 angekommen und wir schlagen uns, denke ich, ganz gut. Wir müssen da jetzt einfach ein bisschen weitermachen und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich da ein bisschen trickse, um voranzukommen. Ich will nicht zu viel Zeit verlieren und ich will einfach vorankommen in dem Spiel. Yu-Gi-Oh! Master Duel wird uns auch noch, denke ich, ein, zwei, drei Monate erhalten bleiben. Dann werde ich das Ganze wechseln. Weil ich glaube nicht, dass ich alle Solo-Sachen durchhaue und irgendwie auf krass Online-Modus habe ich jetzt nicht so Bock. Also da schaue ich einfach, wie meine Laune mich vorantreibt. Total War Rome Remaster dauert deutlich länger als erwartet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Caesar braucht auch noch ein bisschen, auch wenn er definitiv in den finalen Zügen seiner Kampagne ist. Mal sehen, wie das Ganze noch weitergeht. Und genau, zum Schluss natürlich das große Projekt Oblivion. Die 100-Folgen-Grenze haben wir gebrochen. Wir bewegen uns jetzt Stück für Stück auf die 200 Folgen zu, weil die wird es definitiv kriegen. Eigentlich hatte ich geplant, Dragon's Dogma 2 direkt zu starten, wenn es rauskommt. Aber wir werden mit Oblivion nicht bis zum März durch sein. Das heißt, es wird noch eine ganze Weile dauern. Aber ich freue mich da auch drauf, auf die vielen Folgen. Es ist ein großartiges Spiel und ich verbringe gern viel Zeit mit euch. Und ich merke auch, wie viel euch das Projekt bedeutet. Daher bin ich happy, dass es uns noch eine Weile erhalten bleibt. Ich wollte eigentlich noch ein paar Zusatzprojekte aufnehmen. Auch das hat sich jetzt schlichtweg einfach nicht mehr ergeben. Und noch eine Kleinigkeit, weil ich es in den Kommentaren gelesen habe. Es gab jetzt anscheinend doch Interesse daran, von ein, zwei Seiten eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Falls es da Probleme gibt, schreibt mir doch bitte über Discord. Dafür müsst ihr einfach nur bei meinem Banner in YouTube auf das Discord-Logo drücken. So kommt ihr auf meinen Discord-Server. Oder ihr schreibt mich dort einfach mal direkt an und dann schauen wir, wie wir das hinbekommen, weil es mich natürlich sehr freuen würde, finanzielle so ein bisschen Taschengeld zu bekommen, um die Projekte weiter zu unterstützen, um den Kanal weiterhin voranzutreiben. Ist natürlich, wie immer, ich sag's einfach gerne, es ist keine Pflicht und deswegen macht euch da keinen Druck. Und ansonsten, meine Lieben, wünsche ich euch wirklich frohe Weihnachten, Zeit mit den Menschen, die ihr liebt. Nutzt die Zeit, die ihr habt und guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen und hören uns dann nächstes Jahr zum nächsten Monatsvideo wieder. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich mich heute ein bisschen kürzer fasse. Ich hoffe, dass die nächsten Monatsvideo entsprechend meines Zustands wieder länger werden. Aber vielen Dank für alles. Vielen Dank für alles. Vielen Dank, dass zumindest YouTube-technisch 2023 sehr, sehr erfolgreich war. Und ich freue mich auf die nächste Zeit mit uns. Haut mir bis dahin rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.